Danke, Vorsitzender, und vielen Dank, liebe Kollegen. Ich fasse mich kurz. Eine Frage an Herrn Lange. Es geht um künstliche Intelligenz. Wir sehen in anderen Staaten wie den USA, dass Algorithmen zum Einsatz kommen, etwa bei Entscheidungen über Bewährung oder über das Strafmaß, die intransparent sind, die diskriminieren und die der Einzelfallgerechtigkeit entgegenstehen, für die wir eigentlich die Justiz haben. Sie kennen den Anker-Effekt, dass schon ein Vorschlag maßgebliche Auswirkungen auf die Entscheidung hat. Wie wollen Sie die Bürger davor schützen? Ich bin mir sicher, dass künftige digitale und KI-Anwendungen die Funktionsfähigkeit der Justizsysteme auch zum Nutzen der Bürger verbessern werden, indem sie Richterinnen und Richter in ihrer Arbeit unterstützen und die Vergleichbarkeit und die Qualität von Entscheidungen fördern. Aber auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Justiz wollen wir durch die digitalen Möglichkeiten noch weiter voranbringen. Dabei müssen wir aber auch klar im Blick haben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz mit erheblichen Risiken für die rechtsstaatlichen Garantien, Grundrechte und Grundfreiheiten der Bürger verbunden ist. Ich denke da zum Beispiel an das Recht auf Datenschutz, das Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf effektiven Rechtsschutz oder auch das Recht auf ein faires Verfahren. Und deshalb, Herr Breyer, für mich steht dabei ganz klar im Mittelpunkt, beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz brauchen wir hohe verbindliche Standards. Der Einsatz von KI-Instrumenten in der Justiz muss risikoadäquat und auch transparent erfolgen. Das Verfahren und die eingesetzte Technik müssen erklärbar, es muss nachvollziehbar, überprüfbar, sicher sein. Sie dürfen keine diskriminierenden Auswirkungen haben. Und ganz zum Schluss will ich das nochmal ausdrücklich betonen. Klar ist dabei, gerichtliche Entscheidungen dürfen nicht vollautomatisiert werden. Die letzte Entscheidung muss immer in der Hand eines Menschen liegen.